Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir einen Kartoffelsalat, nur eben ein bisschen einen anderen Kartoffelsalat. Er ist einfach anders geformt. Ansonsten vom Geschmack her ist er genau wie ein normaler Kartoffelsalat. Schaut es euch an und macht es mal nach. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Wir brauchen dafür 6 gekochte Eier, eine fein geschnittene Zwiebel, 6 oder 7 gekochte Kartoffeln, mehrere Gewürzgurken, kleine oder große, eine kleine Dose Erbsen mit Möhren und Mayonnaise. Außerdem brauchen wir einen Teelöffel Salz, den geben wir zu der geschnittenen Zwiebel, und einen Teelöffel Essig. Ich habe 7 Kräuteressig, den gebe ich auch zu der geschnittenen Zwiebel. Jetzt gieße ich etwas Wasser hinzu, so dass die Zwiebel mit Wasser bedeckt ist. Jetzt stelle ich die Zwiebel einfach zur Seite und lasse sie etliche Minuten stehen. In der Zwischenzeit beginne ich die Kartoffeln zu schneiden. Und zwar schneide ich sie mit dem Zerkleinerer und immer so auf die Hälfte und dann durchschneiden. Man kann sie natürlich auch von Hand klein schneiden in kleine Würfel. Oder was man noch kann, man kann sie mit der Reibe auf der groben Seite einfach reiben. Das geht auch. Also da gibt es mehrere Varianten. Ich mache es jetzt so, weil ich auch Kartoffelsalat sonst so mache. Jetzt lege ich die in meinen Ring. Ich habe hier so einen Tortenring genommen, in der Mitte ein Glas reingestellt, weil ich wollte das gerne so als so einen Ring haben. Und jetzt lege ich die Kartoffeln, die geschnittenen Kartoffeln einfach drumherum um das Glas und schneide weiter die Kartoffeln. Wenn ich die Kartoffeln alle klein geschnitten habe und auch verteilt habe, dann drücke ich sie einfach mit der Hand noch so ein bisschen fest, damit sie schön platt liegen. Jetzt nehme ich meine Mayonnaise, schneide ein kleines Loch hinein und spritze die einfach so in Streifen auf die Kartoffeln. Man kann aber auch einen Gefrierbeutel nehmen und die Mayonnaise hineingeben, eine kleine Ecke abschneiden und aus dem Gefrierbeutel so herausspritzen. Das geht auch. Das spielt keine Rolle, wie man das macht. Hauptsache, dass Mayonnaise raufkommt. Jetzt nehme ich die Erbsen und die Möhren und verteile die auch schön gleichmäßig auf die Fläche. Jetzt nehme ich meine Zwiebeln und lasse über einem Sieb das Wasser ablaufen. Dann stelle ich sie einfach zur Seite zum Abtropfen. In der Zwischenzeit schneide ich die Gurken auch auf dem gleichen Wege wie die Kartoffeln mit dem Zerkleinerer klein. Man kann sie natürlich auch von Hand in kleine Würfel schneiden und auf die Möhrchen und auf die Erbsen geben. Dann gebe ich Mayonnaise auf die Gurken und auf die Erbsen und zerteile die Mayonnaise schön gleichmäßig. Jetzt nehme ich die abgetropfte Zwiebeln und zerteile die auf der Mayonnaise. Jetzt beginne ich von den Eiern dünne Streifen abzuschneiden. Und zwar mache ich das so, als ob ich einen Apfel schäle. Einfach schöne, lange, dünne Streifen. Und das über das ganze Ei entlang. Und das mache ich mit allen Eiern so. Schneide überall schöne, lange, dünne Streifen ab. Jetzt teile ich das Eigelb vom Eiweiß. Diesen Schritt kann man sich auch sparen. Man kann das Ei auch so komplett schneiden, in kleine Würfel schneiden oder mit dem Eierschneider zerkleinern. Ich wollte gern so eine gelbe Schicht dazwischen haben. Deshalb habe ich diesen Schritt auch noch gemacht und das Eigelb abgetrennt vom Eiweiß. Und jetzt zerschneide ich das Eigelb mit dem Zerkleinerer. Jetzt verteile ich das Eigelb auch schön auf den Salat. Und gebe Mayonnaise drauf, wieder in Streifen. Und zwar so viel, wie ich mag. Wer es cremiger mag, gibt mehr Mayonnaise drauf, ansonsten halt weniger. An dieser Stelle muss ich auch unbedingt ein wenig Salz drauf geben, weil die Eier sind ja nicht gewürzt und die salze ich ein wenig.
Jetzt schneide ich das Eiweiß auch noch klein, auf dem gleichen Wege wie vorhin auch die anderen Sachen. Und gebe das auch drauf auf den Salat. Verteile das möglichst gleichmäßig. Jetzt gebe ich wieder Mayonnaise drauf in Streifen. Hier habe ich jetzt 200 Gramm geriebenen Mozzarella. Die gebe ich oben drauf als letzte Schicht. Man kann hier auch einen anderen Käse nehmen, wenn man es mag. Aber ich finde, Mozzarella schmeckt sehr gut dazu, weil der sehr milde und sehr zart ist vom Geschmack her und passt ideal dazu. Jetzt mache ich noch die Dekoration. Dafür nehme ich diese Eiweißstreifen, die ich mir vorhin zurechtgeschnitten habe, und gebe in die Mitte so ein kleines Stückchen roter Paprika hinein, wickel das Eiweiß einmal so rum und dann entsteht so eine kleine Blume, so wie eine Blume sieht das dann aus. Dann überlappe ich das noch so ein bisschen und gebe das schon auf meinen Salat. Dazwischen habe ich dann noch so ein bisschen so Blättchen von Petersilien genommen oder man kann auch irgendwelche andere Kräuter nehmen und so ein bisschen dekorieren. Das ist euch dann überlassen, wie ihr das macht. Ich habe gerade das jetzt mit Petersilie so gemacht. Ja, wenn es dann so genug Petersilie ist, meiner Meinung nach, dann ist der Salat soweit auch fertig und kann erstmal für 2 Stunden in den Kühlschrank. Er kann ruhig auch länger im Kühlschrank stehen, aber mindestens 2 Stunden muss er im Kühlschrank stehen, ein wenig durchziehen und ein wenig stabiler werden. Und danach geht's dann erst weiter. So sieht er dann aus und so gebe ich ihm jetzt in den Kühlschrank. So, jetzt sind 2 Stunden vergangen und ich habe den Salat aus dem Kühlschrank genommen. Den Ring nehme ich jetzt vorsichtig ab, löse den erstmal so vom Rand und ziehe ihn dann vorsichtig runter. Ja, und jetzt ist der Salat schon fast fertig. Das Glas nehme ich jetzt auch vorsichtig raus. Aus der Mitte. So, und an dieser Stelle werde ich mich von euch auch schon verabschieden. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Habt euch diesen Salat jetzt angesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht den Salat mal nach, der schmeckt sehr gut, der wird euch ganz bestimmt gefallen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart und sage euch bis zum nächsten Mal.